Okay, Hammer, gut. Wir waren gerade bei einer Pressekonferenz von der Crew des Seenotrettungsschiffes Juventa, die gerade kriminalisiert wird. Ja, ich bin selber in der Seenotrettung aktiv. Ich kenne die Juventa von ihrem ersten Arbeitstag an. Da waren wir mit der Sea-Watch 2 im Einsatz. Die Juventa hat da 10 Boote in Seenot betreut, also einen Riesenjob abgeleistet. Ich kann mich an diesen ersten Arbeitstag der Juventa noch sehr gut erinnern, weil da die Situation noch eine andere war. Es war damals so, dass die Zusammenarbeit mit den italienischen Behörden auch extrem gut war, weil einfach klar war, dass es einen Konsens gibt, dass dort niemand ertrinken soll und dass alles dafür getan wird, um Menschen aus Seenot zu retten, die aufgrund der europäischen Abschottungspolitik eben dort in Seenot geraten. Das ist immer ganz wichtig, nochmal zu erwähnen. Diejenigen, die tatsächlich, sagen wir mal, mit den Schleppern zusammenarbeiten, die ein Konjunkturpaket für die Schlepperei bilden, das ist die Europäische Union, die eben jegliche sichere und legalen Einreisewege verschließt und dadurch eben den Schleppern überhaupt erst ein Geschäftsfeld bietet. Das muss halt auch nochmal immer dazu gesagt werden, dass es ja so ist, dass wenn die Europäische Union eben nicht ihre Abschottungspolitik dort so betreiben würde, dass Menschen auf der Flucht eben gar keine andere Möglichkeit haben, als übers Mittelmeer zu fliehen in irgendwelchen seeuntauglichen Booten, dann gäbe es dort keine Schlepperei. Also wenn man ehrlich Schlepperei verhindern möchte, dann darf man nicht hier SeenotretterInnen anklagen, sondern dann muss es darum gehen, den Schleppern tatsächlich das Geschäftsfeld zu entziehen und das bedeutet, die Grenzen aufzumachen, sichere und legale Einreisewege zu schaffen. Was sind deiner eigenen Erfahrung nach Fluchtursachen, also so Hauptbeweggründe von Menschen dann auch diese Risiken auf sich zu nehmen und in die Boote zu steigen? Also zunächst mal ist es so, dass in Libyen derzeit ein Bürgerkrieg herrscht. Das ist so, dass gerade im Moment dort gekämpft wird. Es ist also ganz klar, dass wer in Libyen ist, der flieht erstmal auch vor diesem Krieg in Libyen. Wo die Leute vorher kommen und was für Fluchtgründe die da vielleicht auch schon in ihren Herkunftsländern gehabt haben, steht dann nochmal auf dem anderen Zettel. Was mir dabei aber auch wichtig ist zu betonen, ist, dass völlig egal, warum jemand flieht, ist es erstmal so, dass jeder auch dann noch Grundrechte genießt, wenn er auf der Flucht ist, egal aus welchem Grund. Und dazu gehört es eben, dass man aus Seenot gerettet wird und dass dafür, dass es darum überhaupt keine Diskussion gibt. Also es ist ja auch hier so, wenn jetzt beispielsweise hier ein Haus brennt, da fragt die Feuerwehr auch nicht erstmal irgendwie, warum das Haus brennt und ob vielleicht jemand selber schuld ist und vielleicht den Herd angelassen hat, sondern dann wird erstmal hingefahren und gelöscht. Da gibt es überhaupt keine Diskussion drum. Das ist ethisch und moralisch falsch, diese Diskussion überhaupt führen zu müssen und genau dasselbe trifft eben auch auf die Seenotrettung auf dem Mittelmeer zu. Naja, die Situation war und ist desolat. Es ist tatsächlich so, dass die absoluten Zahlen zwar zurückgegangen sind jetzt über die letzten Jahre, allerdings ist die Todesrate enorm angestiegen. Dadurch, dass es eben einen Mangel an Rettungskräften auf dem zentralen Mittelmeer gibt, haben wir im Moment die Situation, dass mehr als jede 10. Person, die eben versucht, diese Überfahrt zu schaffen, dabei stirbt. Also wenn man sich dieses Risiko vorstellt, ich steige in den Bus ein mit 10 Leuten, oder wenn es 30 Leute sind, dann sind es 3, die sozusagen diese Busfahrt statistisch nicht überleben. Das würde keiner von uns machen. Aber das ist das Risiko, das gerade jede Person eingeht, die versucht, über das Mittelmeer zu fliehen. Und wenn man sich dieses enorme Risiko vor Augen führt, also wenn man wirklich weiß, eine aus 10 Personen stirbt, dann ist doch völlig klar, dass diese Menschen einen guten Grund haben, dass sie einen legitimen Grund haben, weil für sie eben das Meer sicherer ist als das Land. Was meinst du, soll auf einer politischen Ebene mit den aktuellen Vorwürfen gegen Seenotrettungsschiffe, die beschlagnahmt worden sind, bezweckt werden? Naja, es ist ganz offensichtlich so, dass es hier, wie es der Kollege von den Juventa Tenia auch gesagt hat, einen Feldzug gegen die Solidarität stattfindet, dass hier europaweit Stimmung gemacht wird, dass Seenotrettung kriminalisiert wird, weil das eben die europäische Politik ist, Menschen lieber auf dem Mittelmeer sterben zu lassen, als dass sie europäische Küsten erreichen. Wie ist nochmal dein